Hallo zusammen, ich bin Annika, 22 Jahre alt und studiere Journalismus im sechsten Semester an der Makromedia in Stuttgart. Das sechste Semester ist mein Praxissemester und ich mache es in der Unternehmenskommunikation der DSV-Gruppe und unterstütze dort schwerpunktmäßig in der internen Kommunikation. Die DSV-Gruppe ist Dienstleister der Sparkassenfinanzgruppe und erarbeitet mit ihren Unternehmen Lösungen für diese. Ihren Hauptsitz hat sie in Stuttgart-Vaihingen und dorthin bin ich auf dem Weg. Ich arbeite zweimal die Woche im Büro und die restlichen Tage im Homeoffice. Ich fahre immer mit der S-Bahn bis nach Vaihingen und steige dann nochmal für zwei Stationen in die Straßenbahn. Auf dieser Baustelle seht ihr den Neubau der DSV-Gruppe. Ab 2026 sollen ein neues, modernes Bürogebäude gezogen werden. Dieser Bauzaun wurde von einigen Mitarbeitenden der DSV-Gruppe mitgestaltet. Dazu haben sie in einem Workshop die Unternehmenswerte bildlich dargestellt und eine Grafikerin hat aus diesen Werken den Bauzaun entworfen. Direkt neben dem Gebäude der DSV-Gruppe ist auch ein Bäcker, aber ich empfehle euch das Schokocroissant aus der Kantine. Und hier könnt ihr schon das Gebäude sehen. Über das Drehkreuz und den Fahrstuhl geht es ins Büro, weil um diese Uhrzeit bin ich noch zu müde für die 75 Treppenstufen. Eine meiner Aufgaben ist der Pressespiegel, den ich abwechselnd mit meinen KollegInnen für unsere Geschäftsführung und die Mitarbeitenden aufbereite. Jeden Morgen stellen wir relevante Clippings aus Zeitungen, Magazinen und Online-Newslettern zusammen. Dabei klicken wir uns in einem Programm durch Artikel, die durch bestimmte Schlagworte gefiltert sind. Den Pressespiegel schicken wir dann per Mail an die Geschäftsführer und stellen ihn danach ins Mitarbeitenden-Intranet. Damit sind wir dann gegen 8.30 Uhr fertig und dann gehen wir ins Casino. Das Casino ist unsere Kantine. Dort bestellen wir uns unser Mittagessen und ich hole mir meist auch ein kleines Frühstück. Im Casino ist auch ein Obstkorb, aus dem sich die MitarbeiterInnen einen Apfel oder Birnen rausnehmen können. Wir haben auch einen To-Go-Kühlschrank, aus dem wir uns Essen für zu Hause kaufen können. Nach dem Frühstück gehe ich auch noch kurz meine Flasche am Wassersprudler auffüllen. Daneben haben wir eine Mikrowelle, in der wir Essen von zu Hause warm machen können. Vormittags kamen einige News-Entwürfe von KollegInnen rein, die ich ins Intranet eingepflegt habe. Wenn euch das näher interessiert, schaut gerne beim dazugehörigen Blogbeitrag auf makromedia.de vorbei. Und dann war auch schon Mittagspause und wir haben unser Essen abgeholt. Heute gab es Truthahn Cordon Bleu mit Bratkartoffeln und weil schönes Wetter war, haben wir im Innenhof gegessen. Und hier könnt ihr unseren Snackautomaten sehen. Nachmittags habe ich noch eine Anleitung für ein Tool in unserem Intranet geschrieben. Unsere RedakteurInnen sollen dauerhaft auf solche Anleitungen zurückgreifen können. Für ein Nachmittagsmeeting ging es erst noch zur Kaffeemaschine im Casino. Weil so schönes Wetter war, haben wir das Meeting draußen im Innenhof abgehalten. Auf dem Rückweg ins Büro haben wir noch kurz an der Plakatwand angehalten. Das sind alles alte Sparkassenplakate, die hier in der DSV-Gruppe gestaltet wurden. Aus unserem Büro haben wir auch einen perfekten Ausblick auf die Baustelle. Und dann war auch schon Feierabend und weil so gutes Wetter war, bin ich zum Bahnhof gelaufen. Ich hoffe, euch hat der kleine Einblick gefallen und in meinem nächsten Beitrag gebe ich euch einige Infos zum Ablauf des Praktikums. Schaut also gerne wieder vorbei.